Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicle. Das ist Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres QB1 Face of the Franchise Let's Plays hier mit David Connor für euch. Und ja, unser Quarterback 59 overall. Wir haben im Combine nicht so eine richtig gute Leistung gezeigt, aber wir bekommen jetzt in der Preseason die Möglichkeit eben uns zu zeigen. Heute geht's gegen die New York Jets und ja, ein paar XP haben wir jetzt schon. 800 von 1600 bis zu den nächsten Punkten, die wir bekommen. Oben das Gesicht unterm Logo richtig verpixelt. Das war, ja, sieht man, ne? Richtig verpixelt irgendwie. Letztens war unser Charakter ja ein bisschen rot, ein bisschen wütend zu Beginn des Videos. Und ja, jetzt sieht's eben so aus hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein in die Partie gegen die Jets. So viel können wir jetzt vorher eh nicht machen. Und versuchen da wirklich eine gute, eine konzentrierte Leistung zu zeigen, um uns hier zu empfehlen und vor allen Dingen auch natürlich, um besser zu werden in dieser Spielerkarriere und auch letztlich unser Ziel zu erreichen, Starting Quarterback zu werden und vielleicht mal den Super Bowl hier nach New York zu holen. Ja, und danke an euch in der letzten Zeit einfach für dieses Feedback. Das ist unglaublich. Wir haben über 700 Abonnenten jetzt in einer Woche dazu gewonnen. Und die Aufrufe auf den Videos sind auch echt krass. Und das zeigt einfach, ja, dass es euch scheinbar gefällt. Und das freut mich vor allen Dingen natürlich. Und wir starten jetzt hier in die Partie. David Connor wird erstmal seinem Superstar hier, für mich der Superstar der Offense, Saquon Barkley, den Ball geben. Erst sein zweites Jahr in dieser Saison. Aber Saquon wird vielleicht, wenn es so läuft, wie man sich das von ihm vorstellt, als einer der besten Running Backs vielleicht aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, ich bin gespannt, wie seine Karriere verlaufen wird. Und ansonsten haben wir in der Offensive natürlich noch ein paar Jungs. Ah, schade. Die was können. Evan Engram als Tight End nicht verkehrt. Sterling Shepard ist auch gar nicht zu verachten auf jeden Fall. Und ja, das sind eben die Jungs, mit denen man durchaus was anfangen kann. So, Engram natürlich jetzt mit der Möglichkeit hier frei zu werden. Und er ist gut. Das ist ein Catch, das ist ein First Down. Wichtiger Ball hier. David Connor für 18 Yards. Und wir haben nur das erste Viertel wahrscheinlich, wo wir spielen hier. Und wichtig ist, dass wir die Zeit hier auch nutzen können. Das Gute ist, wir spielen jetzt tatsächlich nur noch unseren Quarterback, nicht wie im letzten College-Game, wo wir dann eben auch noch andere, also alle Positionen im Endeffekt gespielt haben, sondern jetzt hier definitiv eben nur der Quarterback am Start. Das ist eine Sache, die gefällt mir prinzipiell schon mal sehr gut. Oh, Interception, oder? Zu voreilig geworfen und dann leider ein bisschen zu ungenau. Ah, schade. 6-0 für die Giants jetzt hier nach dem ersten Viertel. Aber wir bekommen nochmal den Ball. Wir bekommen nochmal die Chance, uns zu zeigen. Nächster Ball. Guter Catch. Vor allem kurz gespielt. Das müssen wir eben auch öfter probieren. Und wir wollen natürlich, ja, die Leistung soll so gut wie möglich sein. Saquon Barkley. Und ihr seht, dass da Fumble und der Ball ist wieder weg. Zweiter Turnover und jetzt verpassen wir noch den Hit. Eieieiei. Gut, für den Turnover konnten wir jetzt nicht allzu viel, aber soll natürlich so nicht laufen. Soll so nicht laufen, Mann. Und das ist natürlich Barkley, dann Fumble. Das ist natürlich 10 plus Yards und wir sollen auch David Connor, wir sollen auch für 10 Yards plus rushen noch hier. Barkley jetzt mal mit einem schönen Run. Vielleicht können wir für ihn auch das Ziel eben erfüllen hier. Ich weiß gar nicht, wie schnell sind wir eigentlich. Müssen wir mal probieren, wie beweglich wir tatsächlich sind. Wir schicken Barkley jetzt mal in den Passblock und Allison auf eine kurze Route. Ah, der Release. Ah, war frei, Mann. Ah, war frei. Leonard Williams mit dem Sack. Den kennen wir ja aus unserer anderen Karriere. Ja, nicht so leicht. 60 overall hier, der Kollege. Release natürlich jetzt nicht der schnellste. Müssen wir uns auf jeden Fall dran gewöhnen. Es gibt leichtere Konstellationen auf jeden Fall für uns. Ja, wieder Interception. Nee, Catch! Und was für einer! Ja! Der war wichtig! Der war mega wichtig, Junge! Schöner Ball! Perfekt auch geworfen von Connor. Und das ist gut, dass wir zumindest so mal unseren Einsatz abschließen konnten mit einem wirklich schönen Pass. Der auch zeigt, hey Jungs, ein bisschen was können wir doch. Wir verlieren trotzdem gegen die New York Giants, so wie es gegen die New York Jets, so wie es aussieht. 23-18. Schade. Erstes Preseason-Game. Leider verloren gegen die Jets. Der letzte Pass, der lässt hoffen davor. Ja, durchwachsene Leistung hier von unserem Rookie.
Wir haben die 50 Yards erreicht. Wir haben 65 Passing Yards erreicht. Das ist gut. Wir haben den Touchdown nicht geschafft, aber die anderen XP haben wir alle bekommen. Und das hilft uns natürlich auf jeden Fall hier ja, auf dem Weg ein Stück weiterzukommen, ein Stück besser zu werden. Wir haben eine Message vom Coach. Pat Shurmur sagt, hey, wir wissen jetzt auf jeden Fall eins von dir. Du kannst den Ball laufen lassen. Wie fühlst du dich da draußen? Und ja, wie glaubst du, passt du bei uns in die Offense? Sagen wir natürlich, ja, die Teamkollegen sind großartig. Wir können jetzt nicht sagen, ich denke, ich bin der beste Spieler da draußen. Die Leistung war für die Plays okay. Ja, eine Interception war kacke, aber ansonsten war es okay. Und wir haben 300 XP jetzt fürs ganze Team mit dieser Aussage rausgeholt. Also hier nochmal die Teamplayer-Fähigkeiten ein bisschen in den Vordergrund gestellt. So, neue Message vom Coach. Auch hier gehen wir natürlich mal rein und lesen mal kurz. Geil, geil. Wir dürfen die erste Halbzeit spielen heute. Also in dem Spiel jetzt hier im nächsten Preseason-Game die erste Halbzeit für uns reserviert. Wir können also rausgehen und zeigen, was wir drauf haben. Ich bin total motiviert. Ich habe richtig Bock. Game Day Goal. Finish the game with a passer rating 95+. Okay, das heißt, wir müssen die Interceptions möglichst verhindern. 95+. Wir können einen Ability-Slot noch füllen, sehe ich gerade. Schauen wir mal, was wir da nehmen können. Ah, müssen wir den machen hier. Ja, das lassen wir mal so, wie es ist. Dass wir nicht gleich beim ersten Contact down gehen. Ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir kriegen jetzt gleich auch, wenn wir jetzt hier das kurz simulieren, müssten wir jetzt einen Upgrade-Punkt auch bekommen haben für unseren Spieler. Und da gehen wir jetzt mal. Ja, in dem Fall gehen wir auf Strong Arm, weil ich den Arm von Connor ein bisschen verbessern möchte. Oh, ein Punkt nur Upgrade. Aber trotzdem, Throw Accuracy Middle. Ist ein bisschen besser geworden. Das hilft auf jeden Fall. Aber trotzdem leider nur ein Upgrade insgesamt bekommen. Heute gegen die Chicago Bears, Alter, gegen Khalil Mack und so. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht gegen die spielen in der ersten Halbzeit. Zumindest im ersten Viertel vielleicht nur. Ihr geht rein auf jeden Fall in die Partie. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Game wieder. Und David Connor geht hier raus. Und ja, erstes Viertel steht an. Wir haben einfach die Möglichkeit, hier richtig was zu machen. Und wir sehen jetzt hier die Aufgaben. 10 plus Yards, David Connor, Saquon Barkley, 10 plus Yards. Killian Mack hat natürlich auch entsprechende Aufgaben bekommen. Und da läuft Saquon direkt mal für 4 als Raumgewinn. Sehr schön. Und wir versuchen, wie gesagt, unser Passer-Rating hier hochzuhalten mit möglichst kurzen Bällen. Mit guten Bällen, aber trotzdem, die unserem Team helfen können. Wir müssen einfach daran denken, dass wir noch kein Elite-Quarterback sind hier. Dass wir auch ein bisschen. Ja, sehr schöner Ball. Oh, Weltklasse. Sterling Shepard hat auch das Beste draus gemacht. 22 Yards direkt mit diesem schnellen Ball hier. Dass wir uns einfach stetig verbessern. Da müssen wir dran arbeiten. Und das ist wichtig für einen Rookie-Quarterback, sich erstmal an das Klima, an den Playstyle der NFL zu gewöhnen. Und das werden wir versuchen eben zu machen. Uns hier gut zu. Uns gut zu akklimatisieren. Und ja, Evan Engram verletzt. Das ist ein richtig herber Rückschlag. Ich habe ihn gerade vorhin aufgezählt als einen, ja doch, der besten Receiver eigentlich, den wir im Team haben. Oh Gott, falsch, sorry. Das war falsch. Ich wollte die kurze Route auf den Running Back. Na toll, ey. Oh nein, ey, falsche Taste, ey. Kennt ihr das manchmal, wenn ihr die falsche Taste drückt? Ja, das ist natürlich jetzt wieder optimal beschissen für unser Passer-Rating. Aber hilft jetzt in dem Fall leider nichts. Wieder Barkley, schöner Lauf und checkt da erstmal den ersten Verteidiger weg. Ach Mann, ey, RB, der war so frei auf der kurzen Route. Und dann haben wir es einfach komplett vercheckt, weil wir A gedrückt haben, wir Idioten. Oder ich Idiot, besser gesagt. So, Barkley läuft und das ist ein schöner Raumgewinn. Fast ein First Down hier. Und Danny Trevathan auf der anderen Seite hier bei den Chicago Bears verletzt. Ja, durch die Interception müssen wir jetzt ein paar mehr Bälle, ein paar mehr Completions erzielen. Und das ist schön. Das ist mehr als gut. Ja, Mann, Junge. Ja, geil, ey. Touchdown. Touchdown, David Connor. Boah, Weltklasse. Ganz ehrlich, das war wichtig, Mann. Das war wichtig. So, wieder den Ball weitergegeben jetzt mal an unseren Running Back. Und wir haben das Spiel damit erstmal ausgeglichen. Das war mehr als wichtig. So, da sind wir. David Connor am Laufen. Sehr schön. Neuer First Down. 15 Yards Raumgewinn. Wir sind mobil und das wollten wir auch in der Karriere genauso. Und da feiert er. Er freut sich. Der Junge hat Bock, Mann.
Der Junge hat richtig Bock einfach. Ja, da ist der Sack, da ist der Sack, da ist der Sack. Khalil Mack, mit dem kannst du eben nicht scherzen. Eigentlich schade. Boah, guckt euch das an, ey. Das ist, der Typ ist doch nicht von dieser Welt, ey. Der Typ ist doch nicht von dieser Welt. Dritter und 28 und jetzt ist er in seiner Zone. Jetzt ist er komplett am Ausrasten. Khalil Mack frühstückt uns gerade einfach weg. Guck mal, das orangene X, das leuchtet auf. Und das ist echt gefährlich, Mann. Das ist echt nicht gut. Ja, ein Ball, schöner Ball. Ein wichtiger Ball, reicht nicht zum First Down, aber wichtig, wieder eine Completion hinterher. 4 von 5 für 120 Yards, ein Touchdown, eine Interception hier in der Partie bisher. Das ist nicht verkehrt. Und genau das ist natürlich einfach wichtig. Barkley, auch ein guter Receiver. Den müssen wir auch damit einbinden. Wieder eine Completion, aber leider kein Raumgewinn. 3 Minuten für uns eben noch zu spielen. Schneller Ball, kurzer Ball. Der musste schnell raus und es hat auch geklappt. Ich bin bisher echt zufrieden. Also in dieser Partie, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Hier sehen wir nochmal die Giants 2019 Draft Class am Start. Ja, oh, überworfen. Der war nicht verkehrt. Ein bisschen weiter rechts, ey. Das wäre ein schöner Catch geworden. An der Stelle leider überworfen. 14-7. Eine Minute sind wir hier noch auf dem Spielfeld und... wir wollen natürlich eine gute Leistung zeigen. Ich meine, das versteht sich von selbst. Saquon Barkley jetzt mit dem Lauf. Wichtiges Ding. 5 Rushes, 15 Yards für ihn hier. Wieder ein kurzer Ball, ein schneller Ball. Ah! Alter, der Release. Man muss sich so dran gewöhnen, Madden 20. Die sind so viel langsamer, wenn es darum geht, den Ball loszuwerden. Evan Engram schicken wir hier in den Block, wenn das geht. Weil da ist der Kollege am Start. Ah, überworfen. Schade. Wäre vielleicht ein Catch geworden, aber war überworfen. Vielleicht die letzte Aktion von uns in dieser Partie hier. 21-7. Wir haben den einzigen Touchdown der Partie geworfen. Wir haben eine ganz gute Partie abgeliefert. Diesmal leider der eine Turnover, der war aber ein Versehen. Ansonsten, glaube ich, haben wir echt eine gute Partie abgeliefert. Schauen wir uns mal an, ob unser Passer-Rating über 95 geblieben ist. Ich weiß es nicht. Die Interception kann echt teuer gewesen sein, Mann. Und wir sehen hier, Eli Manning hat gespielt, 42% Completion Percentage. Das ist nicht die Welt. Und wir haben ein Rating von 107 gehabt. Bestes Passer-Rating hier, aber bei weitem bestes Passer-Rating auf dem Feld, meine lieben Leute. Wir waren heute der beste Quarterback. Wir waren heute der beste Quarterback auf dem Feld. Trotz Interception über 100 Passer-Rating. Sehr schön. Lol, trotzdem haben wir das Passer-Rating 95 plus die 250 XP nicht bekommen. Kann mir das mal einer erzählen, was das jetzt wieder soll? War das stand auch 107 oder bin ich doof? Ah, das ist wieder so eine Frage. Er sagt, ja, nices Game. Die Offense sieht gut aus. Welcher einer hat deiner Meinung nach am besten gespielt? Die Receiver, die Blocker oder die Quarterbacks? Wir nehmen die Receiver, dann kriegen die ein Upgrade. 3000 XP für unsere Wide Receiver. Ich meine, wenn wir uns genommen hätten, hätten wir wahrscheinlich XP bekommen. Catch and Traffic für alle drei Dents. Alter, jetzt haben wir uns aber selber auch geholfen. Wenn die Receiver besser wären, helfen wir uns ja auch. Leider 0-2 bis hierhin. So, und er sagt jetzt eben, nice job last week. Ja, er hofft, dass wir weitermachen und dass wir im nächsten Spiel eben 3 Quarter spielen dürfen und sie dann irgendwann entscheiden müssen, welche Leute im 53-Mann-Roster eben bleiben werden. 1 plus Touchdown, Running or Passing und weniger als 2 Interceptions, das sollten wir hoffentlich schaffen. Das Spiel gibt es dann aber im nächsten Part, denn sonst wird das Video hier wieder zu lang. Splitten wir das so auf, 2-mal Preseason jeweils. Wobei, es kann sein, dass wir im letzten Preseason-Game vielleicht dann voll spielen müssen, wenn das so weitergeht. Wie jetzt zum Beispiel hier. Training müssen wir eigentlich, muss ich mal spielen auf Gold. Das hilft uns auf jeden Fall mehr weiter nochmal. Und ansonsten, ja, hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen, Leute. Würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die zweite Performance war echt gut. Da können wir auf jeden Fall, ja, weitermachen. Da können wir drauf aufbauen. Und ja, eure Meinung zum Video natürlich gerne wie immer unten in die Kommentare. Eine Bitte noch, checkt auf jeden Fall Instagram aus. @gametesticle.de, einfach suchen und folgen. Dann verpasst ihr nichts mehr, kein Content mehr und bekommt sogar noch so ein bisschen Sachen aus meinem Privatleben und so mit. Also auf jeden Fall folgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, schreibt mir da gerne auch privat. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rafa von Gametesticle HD.